Liebe Zuschauer von Messefernsehen.net, liebe Fans von Ostsachsen.tv, es gibt keine zufälligen Begegnungen und Messen sind nicht nur Plattformen. Neben mir steht Werner. Werner, wir kennen uns aus dem Pay-TV. Du bist ein Fernsehprofi, eine Ikone vor dem Herrn. Ich danke. Und vor allen Dingen, du zündest die Menschen draußen gerade an und fackelst ein Feuerwerk ab. Ja. Ist das richtig? Kraft durch Saft. So schaut's aus. Du presst alles aus dir raus, was nur geht, oder? Na, ich presse weniger was aus mir raus und ich presse eigentlich viel mehr aus den Früchten heraus. Ja. Aber unsere Zuschauer kennen mich von Leipzig, erstens mal von der Leipziger Messe. Die haben wir ein paar Mal gemacht. Ich habe unheimlich viel Spaß gehabt, speziell in Leipzig. Leute, tolles Publikum, ganz, ganz tolle Leute, sehr interessiertes Publikum. Und von Channel 21 in Hannover, wo wir respektive unsere Vorführungen machen. Ja. Aber du bist Netzwerker vom Herrn, du bist weltweit unterwegs. Also ich glaube, es gab kaum einen Pay-TV-Channel, auf dem du noch nicht so finden warst. Das ist richtig. Das hat angefangen in München bei HSE, ging rüber zu QVC nach Düsseldorf, dann nach Rom, bei HSE und in Rom. Dann haben wir noch gemacht London, QVC, dann TSVSN in Toronto, Shanghai. Ich komme jetzt gerade eben von Philadelphia, da haben wir QVC gemacht. Ja. Vorher war ich gerade eben auf der Royal Easter Show in Australien und bin vorgestern zurückgekommen von respektive von China, von Guangzhou. Wobei, du hast den direkten Weg genommen von Down Under hierher, oder? Ich habe den direkten Weg über Singapur genommen, um ganz ehrlich zu sein. Bin in München gelandet und habe mir zum ersten Mal ein paar Weißwürsch gegeben, ja, weil das chinesische Essen war ein Horror. Also ich habe gemeint, ich muss sterben, ja. Du kommst natürlich ursprünglich, du bist gebürtiger Bayer, ne? Ich bin gebürtiger Münchner, das ist richtig. Ich lebe aber in Österreich seit über 8 Jahren. Liebe die Österreicher, ein wahnsinnig liebes Völkchen, nette Leute, tolles Land. Fühle mich einfach unheimlich wohl hier. Absolut, genau das verbindet uns beide. Ja. Ja, mein Partnerunternehmen ist in Österreich. Du baust deinen eigenen Sender oder verkaufst Sender in Österreich auf. Das ist richtig. Ich habe jetzt gerade eben unten ein Filmstudio errichtet bei Linz mit knapp 500 Quadratmeter Fläche und nochmal ein 80 Quadratmeter Außenset. Und mein Gedanke ist eigentlich aufgrund der, wie darf ich das jetzt mal sagen, ja, aufgrund der Inkompetenz, ja, unserer lieben respektiven Teleshopping-Channels, ja, die momentan auf den Markt sind, die eigentlich heute Behörden geworden sind, unheimlich unflexibel, sehr, sehr schwierig. Und das Problem ist vor allen Dingen, die Leute, die dort an den Schalthebeln sind, ja, haben meistens keine Ahnung. Die kommen irgendwie Quereinsteiger von der Metro oder von Rewe und haben einfach keine Ahnung, dass das ein visuelles Medium ist, mit dem man sich einfach ganz anders präsentieren muss und dann haben nur Zahlen im Kopf. Und der Spaß geht einfach flöten. Das heißt, unser Teleshopping heute ist nur noch eines, verkaufen, 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 verkaufen. Ja? Und der ganze Spaß ist einfach weg. Und ich liebe die Kreativität. Und ich möchte einfach Comedy, Kabarett verbinden, ja, mit Produkterklärung logischerweise. Ja? Und letzten Endes dann auch den Verkauf, weil davon leben wir ja auch. Alles andere wäre gelogen. Aber einfach ehrliche, anständige Produkte, die sauber sind, wo man die Leute nicht über den Tisch ziehen muss, damit man Geld verdienen muss. Wie zum Beispiel mit Nahrungsergänzungsmitteln, ja, was absoluter Betrug ist. Aber das ist ein anderes Thema, das würde jetzt zu weit führen. Aber Saft, Kraft durch Saft, das stimmt schon, weil wenn du nicht nur die Früchte auspresst, irgendwo musst du ja die Energie hernehmen, oder? Die Energie kommt eigentlich davon, weil ich mich halt wirklich gut ernähre, seit 33 Jahren. Also du wirst mich niemals bei einem irgendwie so einem Hamburgerladen sehen, ja, also das würde ich mir niemals antun, ja. Okay. Weil mein Körper ist ein Tempel, da kommt nur das Beste rein, weil ich bin jetzt 54 Jahre alt. Ich glaube, dafür bin ich noch ganz brauchbar unterwegs. Absolut. Und Obst und Gemüse ist eigentlich das Gesündeste, was du deinem Körper geben kannst. Weil wir haben 250.000 Jahre auf diesem Planeten überlebt, ja, ohne Nahrungsergänzung, ohne Ärzte, ohne Apotheken, dank Obst, Gemüse, Kräuter und Nüssen. Und das war's. Weil Fleisch haben wir keins erwischt, weil wir Angst gehabt haben damals, als uns das Fleisch erwischt. Ja, also. Ja, wobei, es muss das richtige Gemüse sein, weil wenn die Apotheke im Gemüse steckt, durch die viele Chemie, bleibt es ja auch nicht mehr Gemüse, ne? Ja, deswegen sage ich ja, essen Sie ein Hähnchen, ja, dann haben Sie die nächsten Tage also so viel zu sich genommen, da brauchen Sie 3 Wochen, also keine Antiseptika mehr. Ja. Genau. Also Mischkost, ja. So im weitesten Sinne. Nein, du bist, was du isst, ja, und je gesünder du dich ernährst, desto besser fühlst du dich, weil das ist unsere Energie, ja, und das ist genau das, was ich den Leuten vermitteln möchte. Ja. Und was die meisten einfach nicht wissen, ja, würden Nahrungsergänzungsmittel halten, was sie versprechen, müsste man sie nach europäischem Arzneimittelgesetz in einer Apotheke verkaufen. Alles, was im freien Handel zu kaufen ist, ja, ob es in irgendwelchen Märkten ist, was sie im Fernsehen bestellen können, hat nur 3% Wirkstoff. In dem Moment, wenn die über die 3% Wirkstoff drüber hinausgehen, ja, verstoßen sie gegen geltendes Gesetz. Ja? Also ist es wertlos. 97%, was sie schlucken, ist Milchpulver. Und der bezahlt sie für so ein Döschen 60 Euro. Ich finde, das ist Betrug. Speziell bei älteren Leuten, die wirklich dran glauben. Und manche glauben ja wirklich, ja. Die haben diesen Placebo-Effekt. Ja? Sie glauben dran, deswegen funktioniert es ja auch. Ja? Das ist wie, du hast Zahnschmerzen, gehst zum Zahnarzt, bist im Wartezimmer, weg. Zahnschmerzen weg. Ja? Das genau. Ist ungefähr da genau dasselbe. Genau. Und das ist einfach der Punkt. Ja? Ja. Deswegen, ich sage immer wieder, Leute, ja, glaubt an das, was sauber ist. Je frischer und je ehrlicher wir uns ernähren, ja, desto gesünder ist das. Ja?
überall, je mehr Leute die Finger drin gehabt haben in deinem Lebensmittel, desto mehr wird es verfälscht. Ja? Und natürlich, heute arbeiten die ganzen Discounter ja, im Cent-Bereich. Deswegen, die versuchen natürlich über den Rohstoff, ja, den billiger zu machen und billiger und billiger, billiger. Und billig ist teuer, weil sie zahlen mit ihrer Gesundheit, das muss ihnen klar sein. Je billiger das Lebensmittel ist, ja, was nichts kostet, ist meistens nichts wert. Ja? Nicht vergessen, ist wirklich also, so. Er hat nicht gekupfert. Auf die Erkenntnis kommt man durch Lebenserfahrung und ich habe dieselben, ich will es nicht sagen, sprich, es sind Weisheiten, die wir uns angeeignet haben und Lebenserfahrung und die leben wir. Und das Fernsehen, das bewegte Bilder und dass man über Fernsehen und bewegte Bilder verkaufen kann, das ist nicht nur ein Gerücht, das ist bewiesen und du bist Vollprofi. Und bevor ich das Rad neu entwickeln muss, ja, ist es doch besser, wenn zwei Profis in dem Bereich, wo sie verdammt gut sind, miteinander arbeiten. Ja, aber dann haben sie erstmal Spaß, sie können sich kreativ miteinander austauschen. Ja. Es kommt ein Ping-Pong, weil jeder bringt seine Ideen und seine Erfahrungen mit ein. Absolut. Und dann würde es mich sehr, sehr stark wundern, wenn dann irgendwas Fantastisches daraus entstehen könnte. Ja. Selbstverständlich, ja? Absolut. Unser Motto heißt Miteinander statt Nebeneinander. Richtig. Wir stehen dieses Jahr das erste Mal auf 400 Quadratmeter. Nächstes Jahr auf 800 Quadratmeter. Wir sind mit 51 Unternehmen hier. Alle wollen was verkaufen. Kaum einer kann's, weil es fehlt der Profi. Und das ist einfach so. Ja? Und natürlich haben wir auch das Medium mit dabei, weil das Medium ist nur Instrument. Ja. Ja? Und ich glaube, wenn wir jetzt Kraft durch Saft anstoßen drauf, unsere Köpfe mal zusammenschweißen, das werden wir in Linz tun. Ja. Wir sind in Klagenfurt, wir sind in Wels, wir sind in Dornbirn, wir sind in Graz und darüber hinaus in 5 Messen, internationalen Messen in Tschechien und in Polen. Schön. Und ich glaube, da liegt viel, viel Spaß und Hoffnung noch drin, was gemeinsam Tolles aufzubauen. Und mehr werden wir noch nicht verraten. Wir werden auch noch nicht verraten, wie die Sender heißen, wie es funktioniert. Bleibt einfach dran, bleibt gespannt. Ja. Aber Teleshopping ist definitiv eine Welt. Eine neue für euch und eine gemeinsame für uns. Ich freue mich drauf. Danke, Werner. Danke auch, David.